und guten Morgen. Heute fahren wir mal wieder nach Nichorze. Und zwar ins Wachsfigurenkabinett. Und direkt nach dem Intro geht die Fahrt los. Bis gleich. Werden wir jetzt reingehen. So, hier haben wir schon die erste Figur. Erkennt ihr die, wer das ist? Danke, der Leuchtturm. Schreibt mir es unten in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. So, hier unten haben wir noch ein schickes Café. Der größte Chinese der Welt. Er ist 2,45 Meter hoch. Also ihr seht, ich gehe ihm gerade mal bis hierher. Also bis zu unterhalb der Brust. 2,45 Meter, Originalgröße. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Kollegen, es ist Charlie Chaplin. Ihr seht, Charlie Chaplin ist nicht besonders groß, er ist meine Augenhöhe oder war besonders groß. Mona Lisa, und das würde ich sagen, sind die Beatles, oder? Ja, sollen die sein. So, ich und Paul. Soll das Paul McCartney? Ich denke, das ist, oder auch John Lennon? Nee, das ist Paul McCartney. Ja. Egal. John Lennon ist der. Schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wer es ist. John Lennon oder Paul McCartney? Das ist Paul McCartney. Der mit der Brille ist John Lennon. So, dann haben wir hier Roosevelt, Churchill und Stalin. Wart ihr schon mal so nah an diesen drei Jungs? Ich setze mich mal neben ihn. Hier haben wir, wer ist es? Wer weiß es? Dann würde ich sagen, es ist der Papst. So, ratet mal, wer das hier ist. Kennt ihr sie? Näher? Genau, es ist Angelina Jolie. Und wen haben wir dann daneben? Wer ist es? Mr. Brad Pitt. So, und jetzt kommt eine riesige Oberweite. Schaut sie euch an. Gewaltig. Ihr habt es wahrscheinlich im Hintergrund gehört, es ist Lola Ferrari, genau.
Also das ist wirklich Hammer. Ja, wahrscheinlich. Und ich denke, sie erkennt man auch sehr gut. Nicht besonders groß, aber sehr bekannt. Marilyn Monroe. Richtig. Ronnie Coleman. So, und jetzt was für alle Fußballer. Wer kennt ihn? Richtig. Ibrahimovic. Er ist auch recht groß. So, und er ist gar nicht so groß. Ne? Ronaldo. Jetzt was für alle Bayern-Fans. Lewandowski, genau. Und dann haben wir unseren Kleinen. Das ist Lionel Messi. Genau. Fluch der Karibik. Und hier Mr. Johnny Depp. Wer ist das mit dieser großen Nase? Wer kennt ihn? Es ist Mr. SpongeBob. So. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Dann Mr. Dickmann. Ich kann mich vor ihn stellen. Wenn ich mich hinter ihn stelle, seht ihr mich nicht mehr. Endlich habe ich Haare. So. Und hier könnt ihr euch Haare ausleihen zum Fotografieren. Denn an jeder Position kann man sich auch fotografieren lassen. Und wer ist dieser Kleine hier? Er hat einen Zauberstab. Also würde ich sagen, es ist Harry Potter. Der dickste Mann der Welt. So, er gehört auch zu Harry Potter, ist aber ein Stückchen größer. Dafür hat er einen langen Bart. Frodo. Herr der Ringe ist das, Frodo. Und das ist Gandalf. Und Gandalf, der große Gandalf. Und das ist ihr seht, Hagrid. Ich gehe ihm auch nicht so weit. So, jetzt haben wir erstmal die ersten Figuren durch. Oder auch im Prinzip alle. Jetzt werden wir uns an die Fotos wagen. So, und jetzt sagt mir mal, welche Figuren euch am besten gefallen haben, welche ihr am lebensechten oder welche ihr am meisten lebensecht empfunden habt. Welche wurde am besten gemacht? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Und mit welchen hättet ihr am liebsten ein Foto? Vielleicht mit Trump. Thank you.
Das war ein toller Tag im Wachsfigurenkabinett mit tollen Bildern, die ich euch auch zusätzlich noch einblende. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes auf Tour an der Ostsee. Ciao und bis morgen.